Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Minecraft. Neue Session, neues Glück. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich hier in der letzten Folge auch schon die Synchro-Probleme hatte. Ich glaube, das hat alles funktioniert. Und falls nein, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal um Entschuldigung bitten, dass es nicht funktioniert hat. OBS hat ein bisschen gehangen, hat mir hier die Tonspuren durcheinander gehauen, konnte ich nicht mehr retten. Habe ich ihn so rausgehauen, wie es war. Wie gesagt, ich glaube, Minecraft war nicht betroffen, aber falls doch, bitte ich an dieser Stelle um Entschuldigung. Gut, das zum Wort zum Sonntag. Es ist übrigens gerade wirklich Sonntag, als ich aufnehme. Und jetzt kümmern wir uns um... Ja, warum eigentlich? Darum, dass ich mich erstmal orientiere, was ich überhaupt vorhatte. Das wäre, glaube ich, schon mal ein ganz guter Ansatz. Wir können heute in dieser Folge das Dach fertig bekommen. Ich weiß, Dach, 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 immer nur Dach, jede Folge Dach. Kannst das Dach nicht mehr sehen, hast du das denn nicht bedacht? Aber, gut Ding will nun mal Weile haben und wir... bleibst du wohl hier drin. Und wir wollen ja auch mal fertig werden, nicht wahr? Ergo... Schnippeln wir jetzt erstmal wieder einmal quer durch die Schafherde durch, die wir ja... Letzte Folge, glaube ich, war das erst. Schön erweitert haben. Also die Schafsherde erweitern wir ja peu à peu immer wieder, wenn wir da sind. Aber das Gehege hier, das haben wir ja nochmal erweitert. So, schön hier das ganze Material mitnehmen, nichts verrotten lassen. So, wunderbar. Und die eine dämliche Kuh hier drin. Huch, wollte ich nicht. Ist aber egal, man kann nie genug Licht haben hier draußen. Du kommst hier nicht ungeschoren davon, du Schaf, du. Hättest du gedacht, ne? Hättest du gedacht. Gut, ich denke mal, das... Dankeschön. Dankeschön. War es das jetzt? Haben wir es dann? Ja? Gut, alles da, wunderbar. Genau, hier ging's... Jetzt höre ich doch schon wieder hier grasen. Wenn ich hier grasen höre, dann gibt es auch was zu ernten. Adlerauge, sei wachsam. Ja gut, ich glaube, das wäre es. Alles da. Dann gehen wir jetzt mal wieder raus hier. So. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier innen nochmal so ein bisschen auskleiden. Aber vorher würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen Steine klopfen. Ja, ich weiß, Steine klopfen, das wird auch nicht interessanter. Das wird auch nicht spannender, wenn man es wiederholt. Aber, ihr schaut gerade ein Minecraft-Let's Play. Da müsst ihr also irgendwo mit gerechnet haben, dass es so kommen würde. Und dann gab ich es noch so ein bisschen weiter in die Richtung. Hier können wir auch irgendwann mal so einen mehrlagigen Atomschutzbunker draus bauen, wenn wir fertig sind. Oder ein Endlager, wenn wir mit Mods spielen, wenn wir hier Brennstäbe verwenden und sowas, um Energie zu gewinnen und so. Haben wir uns darauf schon mal vorbereitet, noch bevor die Mods überhaupt im Spiel sind. Noch bevor ich mich damit überhaupt befasst habe. Ich würde sagen, so 3 Stacks holen wir hier jetzt noch raus. Können wir gerne auch hier machen. Nächste Ebene halte ich für ganz sinnvoll. So auf so einer Dreierhöhe, ja. Ich denke mal, damit kann man ganz gut arbeiten. Fackeln müssen hier natürlich auch noch rein, da wird gar nicht lang gefackelt. Ja doch, noch fällt hier ordentlich Licht rein. Ich hatte gerade schon Witz, ist es schon dunkel draußen oder was? Aber ich denke mal, das war nur ein Trugschluss. Der Schein trügt. Klammer auf, wenn es ein falscher Geldschein ist, Klammer zu. Wie Dagobert Duck an dieser Stelle jetzt sagen würde. Ist übrigens wirklich ein Zitat aus einem Comic, den ich hier noch irgendwo herum vagabundieren habe. Da hat er, glaube ich, irgendwo gesagt, der Schein trügt. Und im nächsten Panel hat man dann ein Bild gesehen, was er sich eingegrabt hat, wo genau dieser Text drin stand. Der Schein trügt, in Klammern, wenn es ein falscher Geldschein ist.
Was baue ich hier eigentlich ab? Das ist doch alles hier gar nicht. Hier, Andesit, Stone. Ja, Stone hatten wir noch, aber hier Andesit, Diorit, Gravel, Granite. Will ich doch gar nicht. Was will ich mit dem Stoß? Hier, die guten Cobbles, die will ich haben. Ja, das hier ist eine schöne Kobbelwand. Dann machen wir damit jetzt direkt mal weiter. Und das andere Zeug, das bapp ich gleich irgendwo in der Ecke. Das ist auch schon wieder so ein Käse da. Das ist auch nicht das, wo... Was sammle ich denn hier? So, der Stein kann schon mal hierher. Und hier würde ich sagen, türme ich jetzt auf. Granit kann hier in die Ecke von mir aus. Gravel haben wir hier noch. Der gute Gravel, kennt man ja. Dort halte ich mir mal an, die sieht aber schon ziemlich viel. Und den Stein halt, den Stein, jawohl. Den Stone halte ich mir jetzt einfach mal. Wird langsam Zeit für eine neue Hacke, ne? Langsam ist es mal wieder soweit. Na, sei es wie es sei. Wir graben uns hier beständig in den Berg hinein. Steter Tropfen höhlt den Stein. Man kennt es ja. So, wie schaut's aus? Eins, der kann man schon mal vollständig. Zweiten auch fast. Komm, den Klotzer nehmen wir auch gerade mit. So, neue Fackel gesetzt. Sicher, sicher. Hab keinen Bock, das nächste Mal, wenn wir hier reinkommen, von einem Creeper begrüßt zu werden. Ja, geht ja relativ schnell. 3 Stacks holen wir jetzt hier raus und dann geht er wieder weiter. Dann können die schon mal durchbrennen, während wir... Also nee, durchbrennen sollen sie nicht, die würde ich gerne hier behalten. Aber die können dann schon mal alle brennen, während wir, die Wolle schon mal für den Innenausbau weiterverwenden. Und dann, wie gesagt, bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir noch... Oh, ich übersteuere gerade ein bisschen. Falls so sein sollte, bitte ich um Entschuldigung. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Wir könnten noch in dieser Folge mit dem Dach fertig werden. So. Oder wenigstens mit der Spitzhacke, wenn ich mir das so ansehe. Ach komm, hier, Stack fertig. Ab dafür. Der blöde Pilz hier, alles klar. Gut, hier ist alles noch wunderbar hell. Das ist sehr schön. Aber auch nicht mehr lange, ne? Mu, alles klar. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Man kennt es ja. So, eine Spitzhacke, por favor. Okay, ein bisschen Platz haben wir noch. Dann kümmern wir uns im letzten Licht des Tages jetzt noch einmal um ein bisschen Wollbeschaffung. Ich denke mal, da haben wir ganz gut was von. Wie schnell man die Wolle hier aber auch rausfarmen kann. Wunderbar, wunderbar. So, hier lag sogar noch was rum. Hier liegt auch noch was rum. Vielleicht liegt es auch Whisky, ich weiß es nicht. Hier liegt noch was. So. Gut, damit sind wir hier jetzt erstmal wieder fertig. Und jetzt heißt das, gehen wir aus dem Weg, Kuh. Jetzt heißt es erstmal Nickerchen machen. Zusehen, dass hier keine Monster spawnen. Denn wenn die mir hier jetzt die halbe Bude wegreißen, hätte ich echt keinen Bock drauf im Moment. Also sorry. Da höre ich doch schon was. Wir werden auf jeden Fall auch noch... Ja, you can only sleep at night. Ist ja schon so gut wie soweit. Ich höre es ganz genau. Hier drüben war ja sowieso unser Höhleneingang. Was wir hier hören, das wird hier direkt unter uns in der Schlucht sein.
Alles klar. Ergo müssen wir auch dort nochmal ordentlich ausleuchten, weil sonst sind mir die Nachbarn echt zu laut. Aber nicht mehr heute. Heute kuschel ich erstmal nochmal mit meinem Lieblingsdreck, man kennt's ja. So. Ja, jetzt, meine Güte. Der ist garstig, weil er das Grundstück hier nicht bekommen hat. Ah, warte mal. Bin auch doof. Die Steine können ja schon mal brennen, während wir hier beschäftigt sind. So. Ah, wir haben gar nicht mehr so viele Kohlen. Ah doch, wir haben noch ein paar. Okay, alles gut. Zack, hier die Cobbles rein. Hier sind sogar noch ein paar Steine drin, wunderbar. So. Aber es ist schon wahr, so besonders viele Kohlen haben wir nicht mal mehr. Na gut, sei es wie es sei. Jetzt wird erstmal hier die Wolle nochmal verteilt. Hü-hüpp. Hü-hüpp. Ah ja, und habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Treppe hier eventuell versetzen möchte? Ich glaube ja. Und ich glaube, das mache ich auch. Bin nur noch nicht so ganz 100% sicher, wohin, wie das Ganze dann aussehen soll. So, ist hier gut ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob hier gut genug ausgeleuchtet ist. Deswegen stelle ich mich jetzt einfach mal hier so hin, dass ich hier keine Wolle platzieren kann. Dann wird nämlich automatisch stattdessen die Fackel gesetzt. Wunderbar. Huch. Nicht ganz so wunderbar. Ja, es nimmt doch Gestalt an. Es nimmt doch echt Gestalt an. Hier so ein schönes Panoramafenster rein. Irgendwie sowas in der Art. Hier drüben ist ja schon ein bisschen Licht. Und ich würde dann, glaube ich, wirklich hier vorne ganz gerne den Boden rausreißen und einfach eine höhere Deckenhöhe hier haben. Ja, ich weiß, jetzt befasse ich mich schon wieder mit dieser dämlichen Zwischendecke. Wird nicht spannender. Aber dafür wird's gut. Soll ja auch nach was aussehen. Mit irgendeinem Halbgarn-Krempel möchte ich mich nicht zufrieden geben. Das hatten wir am ersten Bauplatz schon. Mit dem ich dann im Endeffekt einigermaßen unzufrieden war. Und den ich, wenn ich mal im Nachhinein so drüber nachdenke, wahrscheinlich nie im Leben wiederfinden werde. Naja, vielleicht finden wir doch nochmal irgendwann dahin. Irgendwann spielen wir vielleicht einmal eine Staffel 2, kehren dann zurück zu Staffel 1. Dann so ein bisschen aufgespalten ist, machen so ein bisschen Sightseeing, einmal hierher, einmal zur anderen Bude. Aber das ist alles Zukunftsmusik. So. Das wird mir schon gar nicht mal so schlecht gefallen hier. Das wird mir schon gar nicht so schlecht gefallen. Okay, die Fackeln, die sehen natürlich alle noch so ein bisschen sehr, ja, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so gut. Aber das ist ja auch nicht das Ende des Liedes. Also das soll ja nicht so bleiben. Das soll ja nun wirklich nicht so bleiben. Die Treppe, die müsste eigentlich, wenn überhaupt dann... Huch. Wenn überhaupt dann hier schon enden. Muss ich mal gerade so ein bisschen überlegen, wie hätte ich das denn gerne? Mit zwei Feldern Platz vielleicht, hier so eine schöne doppelte Treppe hier hochzimmern. Könnte was hermachen, oder? Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Hier oben könnte man auf die Weise auch ganz gut hinkommen. Abgesehen davon, dass ich hier gerade so ein bisschen Schmarrn gebaut habe. Aber ganz ehrlich, wundert's euch? Bei mir doch auch schon nicht mehr, oder? So, erstmal die Blöcke hier gerade wegnehmen, die falsch gesetzt sind. So. So wäre es nämlich richtig gewesen. Und da kommt jetzt die Treppe vor. Warte mal. Dark Oak Wood Stairs.
Die waren doch eigentlich richtig, ne? Und hier die Oakwood Stairs, die hatte ich eigentlich genau falsch genommen. Ja, dann würde ich sagen, korrigieren wir diesen kleinen... pardon, diesen kleinen Fauxpas mal gerade. So, ich denke mal, das sollte reichen an Dark Oak Stairs. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Jawohl, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Klammer auf, nicht Klammer zu. So. Ja, soweit so schön. Ein paar von den Zäunen haben wir sogar noch. Die können dann hier vor. Sieht irgendwie weniger episch aus, als ich mir das vorgestellt hatte. Dafür könnten dann hier so ein paar schöne große Fenster rein. Vielleicht irgendwie sowas hier? Oder soll ich hier direkt einen Balkon reinzimmern? Apropos, haben wir eigentlich Glas? Ich glaube bisher noch gar nicht, ne? Da müssen wir erstmal ein bisschen Sand für sammeln. Ja, so in der Art könnte ich mir das vorstellen. Dann da oben vielleicht noch so ein kleines Extra-Fensterchen. Warte mal. Meinetwegen auch ganz da oben hin. Ne, komm, ich mach's mal hier so. Hopp. Autsch. Die Sachen, die da oben waren, habe ich trotzdem nicht aufgesammelt, oder? Ja, doof. So, geht doch. Wuff, spricht der Hund. Ja, doch, ich denke, das wird, ne? Ich denke, das wird. Ein paar Minuten haben wir noch. Dann fange ich jetzt mal nochmal an, mich um die Bedachung von außen zu kümmern. So, die Steine natürlich erstmal gerade hier verwerten. Ist ja klar soweit. So, wunderbar. Und daraus machen wir jetzt hier wunderschön Stone Stairs. Ach ja, und in Hoffnung, dass es schon ausreicht, werde ich jetzt einfach mal hier wupp, wupp. So einen kleinen Aufstieg. Einen etwas größeren Aufstieg machen. Und hier drüben natürlich auch, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Ist ja wohl klar. So, denke ich mal. Und hier dann zur Begrenzung irgendwie so ein Stein hin. Ja, das kommt doch ganz nett. Das kommt doch eigentlich ganz nett. Noch eine Regenrinne hier hin. Naja, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber lassen wir mal erstmal so stehen. So, und jetzt wird das Dach weiter ausgebaut. Hüpf, 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 man kennt es. Hier drüben waren wir, hier drüben waren wir fertig. Hey, wir sind ja richtig weit gekommen in der letzten Session. Da freue ich mich doch. Wupp. So, mal wieder einen kleinen Fauxpas korrigieren. So. Ja, ihr werdet lachen, aber das war's. Hey, ihr lacht ja gar nicht. Ja, aber ernsthaft jetzt, das war's. Dach ist fertig. Damit haben wir mal wieder eine sehr, sehr wichtige Teilaufgabe hinter uns. Wunderbar, da freue ich mich doch. Und ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es auch gerade so just in time passiert ist. Da werde ich jetzt also für den Abschluss dieser Folge noch ein paar Sachen ablegen, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Nicht brauchen in dem Sinne, dass ich eine kleine Expedition machen möchte, um Sand zu sammeln. Den möchte ich nämlich nicht direkt hier vorne, weil hier das ist... Ja, den könnte man wegmachen, das wird jetzt nicht weiter auffallen, aber so viel ist ja auch nicht und ja, ich möchte auch mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Das machen wir nächste Folge. Neue Axt könnte ich noch mitnehmen. Gut, wir haben eigentlich noch mehr als genug Material. Nahrung haben wir noch. Dirt, 2 Crafting Tables brauche ich jetzt nicht unbedingt. Reisebett ist eine feine Sache. Ja doch, das behalte ich mal. Das Getreide kann weg. Eine dumme Tulpe brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Oh, der ist ja wirklich Tulip. Nice.
4 Pfeile haben wir noch. Bisschen dünn die Ausbeute, aber hey, besser als nichts, besser als nichts. Warte mal, die Steine hier können wir auch noch wegnehmen. Immer dieses Sea-Fighting hier an den Boxen. Genau, eine Axt wollte ich noch. So, Entschuldigung. Wenn wir schon mal dabei sind. Schaufeln kostet immer viele Schaufeln. Deswegen schauen wir jetzt mal fällen. Ne, das funktioniert dann doch nicht als Satz. Aber gut, wie auch immer, wir haben jetzt alles vorbereitet. Und in der nächsten Folge geht es dann auf... Ich bin so doof, warum haben wir das gemacht? Das kann doch hier bleiben. So, gut. Und nächste Folge gehen wir auf Erkundungsturm Sand zu sammeln. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen, so. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Kerge.